So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Ramses Kitchen. Es ist kalt, es ist nass. Eine perfekte Gelegenheit, den neuen True Fruits Shot auszuprobieren. Diese Firma True Fruits gibt es ja schon so lange. Die machen immer so irgendwelche Smoothies, dann irgendwelche komischen Shots in so kleinen Gläsern, mega überteuert, mit irgendwelchen Zidimini-Geschmack, mit irgendwelchen Emoikal-Geschmack. Die gehen Kooperationen ein mit sonst wem. Wir haben sogar mal mit Hannes getestet. Da gab es True Fruits Ex-Löwensenf, der Löwensenf-Shot von True Fruits. Das fand ich natürlich interessant als Scharfliebhaber. Und jetzt hat mich was angesprochen. True Fruits Tomatenshot Tabasco Nummer 7 brennt. Ein Tabasco-Shot von True Fruits. Den musste ich mitnehmen. Das ist die limitierte Edition Nummer 7. True Fruits Ex Tabasco Sauce. Zubereitung aus Tomatensaft und roter Chili-Soße. Brandweinessig, Chili-Soße, Brandweinessig, rote Chili, Salz, Tabasco-Soße und so weiter. Mehr steht auch gar nicht drauf, sonst ist immer auf diesen großen True Fruits Flaschen noch eine Geschichte, die du dir reinziehen kannst. Hier wurde gespart, da reicht's, wenn du da Tabasco draufschreibst und alle sagen, Oida, guck dir das an, ein Smoothie für zwischendurch zum Trinken mit Schaf dran. Wir machen den jetzt mal auf, werden den jetzt hier in dieses Glas einfüllen, ins Ernesto-Glas, und aus diesem Ernesto-Glas trinken. Das ist halt sehr dickflüssig, breiig. Normalerweise ist das ja so pürierter Gemüsesaft, pürierter Obstsaft, alles dabei. Verschiedene Geschmäcker zusammen und immer irgendeine kleine Komponente, was ganz Besonderes, wie eine Drei-Komponenten-Maß. Das besteht jetzt hauptsächlich hier aus Tomatensaft, wie ich das sehe. Und gleichzeitig hat es auch natürlich eine leichte Chili-Note. Die wollen wir jetzt mal rauskriegen. Die Tabasco-Maß, der Tabasco-Shot von True Fruits. Fürs Thumbnail nochmal reingehalten. Riecht sehr tomatig, riecht irgendwie auch ein bisschen nach Sellerie. Riecht halt, naja, riecht wie ganz normaler Tomatensaft eigentlich. Der hat auch immer so eine betörende Note. Um das Glas richtig schön einzusauen, können wir noch mal schwätzeln. Dann ziehen wir uns das Ding einfach mal rein, komplett, und sagen dann, wie es schmeckt. Also ihr habt eine tomatige Note. Normal, wenn ihr trinkt, ganz am Anfang. Dann kommt irgendein extrem dumpfer, abartiger Geschmack und so werdet ihr zurückgelassen. Ich habe keine Ahnung, so richtig scharf war es jetzt nicht, ein bisschen würzig vielleicht. Scharf war es nicht, wer da Tabasco liest und einiges erwartet, der wird total enttäuscht sein, denke ich mal. Ansonsten 3-4 Euro fast für so ein kleines Näpfchen, viel zu teuer. True Fruits, immer teuer. Gönnt euch kein True Fruits. Wenn einer sagt, lasst das, dann lasst das auch. Geht lieber mal in Rewe rein, da gibt es Tomatensaft. In Tetrapacks zum Beispiel, da gibt es nicht nur den normalen, da gibt es auch scharfe Tomate. Es gibt auch scharfen Gemüsesaft. Wenn du den trinkst, bezahlst du unter 1 Euro vielleicht für einen Tetrapack und hast das Fünffache an Menge wie hier in diesem True Fruits Gläschen. Und es schmeckt sogar noch besser. Du hast würzigen Tomatensaft, würziges Gemüse, scharfes Gemüse, alles zum Trinken mit deutlich niedrigerem Preis und viel, viel mehr Inhalt. Bloß kein True Fruits Tabasco Shot. Den mit Löwensenf, den fand ich ja vielleicht sogar noch ganz gut. Aber der hier, da gibt es halt genügend Alternativen, den braucht wirklich kein Mensch. Ich werde jetzt mein Glas ausspülen, damit es fürs nächste Tasting wieder fit ist. Frag mich immer noch, wieso das so einen extrem dumpfen Geschmack hatte. Aber nee, würde ich nicht nochmal kaufen. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.